Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum allerersten Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Assassin's Creed und in der ersten Folge wird viel im Spiel erzählt, weshalb ich nicht allzu viel labern werde. Aber auch allgemein werde ich nicht allzu viel reden, da ich erst noch vertrauter mit den Let's Playen werden muss. Dafür entschuldige ich mich gleich mal und jetzt starten wir auch gleich ein neues Spiel. So, und es lädt schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ja, weißer Bildschirm. Okay. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und ihr Erkenntnis nährt mir das Leid. Ja, komische Bilder. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirner. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Desmond. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Spiel speichert schon mal. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Okay, beliebige Taste gedrückt. Eine weise Entscheidung. Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum.
Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Ja, das hört sich doch noch ein Tutorial an. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der okay. Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Alles klar. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay, dann machen wir das mal. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Okay, ich spiele das Ganze mit dem Xbox 360-Controller. Und da wird das wohl Y sein. Genau. Ja, und jetzt? Gut. Ah ja, okay. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Okay, das wird dann wohl. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Das wird dann wohl die B-Taste sein. Halten wir die mal gedrückt. Okay, funktioniert doch einwandfrei. Und da rein. Gut gemacht. Dankeschön. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi: unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Okay, das ist bei mir der rechte Button. Okay. Exzellent. Ja, ist doch ganz einfach. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Dieses Individuum, alle haben kein Gesicht. Greifen und dahinter werfen. Gut. Okay. Ist ja auch ganz leicht. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay. Das wird doch wohl ganz einfach sein. Jawohl. Ganz souverän. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt.
Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Okay, das ist der linke Button. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Und X. Alles klar. Wer hat diese Person umgebracht? Das war schon so. Ich hab nichts damit zu tun. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Okay. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Provozieren. Rempeln. Okay. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Alles klar. Du wirst mir nicht entkommen! Das werde ich wohl schon. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Okay, da rein. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. So ist's recht. Verkriech dich, du Ratte. Ja. Gut gemacht. Der Soldat hat ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Nichts wie raus. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Ein Parkbank, Strohwagen und ein Dachgarten. Und die Mönche. Oder Gelehrten, wie sie hier heißen. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Okay. Vorsicht! Ein bewaffneter Gelehrter muss hier mal kurz durch. Dankeschön. Dankeschön. Und Ziel erreicht. Da sie synchron sind, verfügen sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Okay. Y? Gut gemacht. Okay, also weiß, gelb, rot und blau. Rot Soldaten, blau Verbündete. Den Rest habe ich jetzt nicht gelesen. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Okay. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Sehr gut. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Das ist sehr gut. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Ja, einfach mal Exzellenter gekillt. Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück, Geschick.
Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Alles klar. Ja, der ist jetzt nach links gelaufen. Da drüber springen. Kein Problem. Hier noch drüber. Oh, sorry. Okay, jetzt darauf. Oh, der nächste Soldat. Drücken Sie Taste 4, um Ihr Ziegler zu erfassen, okay? Drücken Sie Taste 2 für ein unauffälliges Attentat. Halten Sie Taste 5. Okay, ja, machen wir unauffällig. Lol. War ein kurzer Bug. Aber der ist tot. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Der Rechte guckt ein bisschen verpeilt. Aber naja, der Robert klingt ganz nach einem Franzosen. Gehen wir doch hier mal runter. Fallen lassen, so. Hier noch runter. Na komm. Dankeschön. Hier können wir uns auffallen lassen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Das weiß ich nicht. Euch zu töten? Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Au. Okay. Da kommen wir wohl nicht mehr durch. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Die werden jetzt getötet, oder wie? Okay, da komme ich nicht mehr rein. Muss ich wohl da durch. Laufen wir mal einfach geradeaus drauf los. Okay, da hoch müssen wir. Und wie es aussieht, gibt es mehrere Wege. Nehmen wir einfach den simpelsten. Hier rauf. Darüber. Oh. Oh. Hoppala. Darauf. So. Okay. Da drüber. Hier noch hoch. Alles klar. Ah, die erste richtige Klettereinlage. Oh. Ja. Gleich mal verkackt, die Klettereinlage. Hier drauf. Was macht ihr denn? Ich verpeil's gleich mal voll. Na komm, rauf. Boah. Ja, meine Inkompetenz zeigt sich mal wieder. Und hier drauf. Und darauf. So, ich habe gemerkt, ich darf A nicht gedrückt halten.
Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Alles klar. Spiel-Light mal wieder. Ich finde die Ladescreens ja schon irgendwie geil. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Okay, was der Meister uns zu sagen hat, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed. Bei mir, dem Stoneman Bro. Haut rein!